So, weiter geht's auf YouTube auch für dich. Folge 10. Kolat. Immer noch im Live-Let's Play hier. Aber das ist schon sehr merkwürdig, dass die Seite jetzt dieselbe war. Oder beziehungsweise die Seite war ja nicht dieselbe, aber der Text war dieselbe, obwohl es anders aussah. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt hier schon hin möchte. Sieht aus, als ob uns hier schon jemand erwartet. Ah, sieht ja toll aus hier. Gang des Elends. Schädel um mich herum, wo ich nur hinsehe. Links, rechts. Ich stieg weiter hinauf in den Berg und hatte das Gefühl, beobachtet zu werden von einer Holzfigur. So, ich, ja. Ich sag, kommst du zu mir? Was? Wer kommt zu mir? Hier sind überall diese Figuren, die wir gesehen haben. Oh Gott, ich will hier gar nicht hin. Ich bin ganz ehrlich, ich will hier gar nicht sein. Knister, knister, Kläuschen. Verbrenne ich mich? So wird es mir auch gleich ergehen. Hundertprozentig. So wird es mir auch gleich ergehen. Im Übrigen, so sehe ich aus, wenn ich mit dem Let's Play fertig bin. Dann kann man mich auch abholen. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo kommen denn diese Ketten her? Wer macht denn solche Ketten in so einem Gebirge dran? Ganz schön gefährlich, ohne so eine Bergsteigerausrüstung, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Ich, guck mal, hier ist jemand gelaufen, oder? Ach nee, das sind Steine. Alter Schwede. Ob wir jemals wieder zurückkommen, wo das Spiel angefangen hat, würde mich mal brennend interessieren. Da konnte sich jetzt der Sound auch nicht entscheiden, ob ich jetzt Höhlengeräusche mache oder Windgeräusche. Okay, gehen wir mal runter. Eins zurück gibt es jetzt nicht mehr. Losing my religious. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade auf den Song komme. Was? Da möchte einer nicht, dass wir da lang gehen, oder? Ja, okay, ciao, ich gehe wieder zurück. Aber zurück kann ich nicht mehr. Mein Charakter kann ja nicht springen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
ich muss ein bisschen, ein bisschen reden, um mich selbst zu beruhigen. Ich bin gerade total angespannt, wie ihr sicherlich wahrscheinlich nicht merkt. Ist gerade total aufregend hier. Hui, rumzulaufen. Was ist das denn hier? Warum leuchtet das denn hier so komisch? Ha, Luft. Was war das denn? Was war das denn gerade? Flupp. Okay, das ist ein Spielfehler. Gott sei Dank. Ich hab schon Paras. Ich höre einen Zettel. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, ob ich einen Zettel höre. Ich frage mich nur, der Zettel kommt von... Den Zettel... Ich bin Dum-Dum. Gib mir Gum-Gum. Ich muss, mach wieder lustige Sprüche, ja. Hey, Heidewitzka, tralala. Okay, jetzt kommen wir wieder anscheinend wieder raus aus dem... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns so langsam zu dem Berg nach oben bewegen, aber nur so langsam. Aber immer wieder diese Figur. Ach, guck mal an. Was? 10:57? Warte mal, ich schau mal eben auf die Karte. 10:57. Ah, sind wir hier oben. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier. Ah, da wollte ich ja eigentlich auch hin. Habe ich ja früher noch gesagt. Ja, das war eine gute Idee, war. War bestimmt eine gute Idee. Noch mal schnell auf den Kompass geschaut, der mir gerade nichts bringt. Komme ich hier wieder? Ich komme hier wieder zurück. Ne? Oh Gott sei Dank. Ich will da jetzt noch nicht raufgehen. Ich möchte noch mal hier noch mal eben schnell schauen, wenn ich schon die Möglichkeit dazu habe. Ich höre hier nämlich einen Zettel. Aber wo? Wo ist er? Ich höre ihn. Wo denn? Wo ist der Zettel? Ah, hier. Geil. Anomalien existieren nicht. Als ich vor fast 20 Jahren über eine seltsame Anomalie in meiner Stadt schrieb, zur Erinnerung, ich berichtete über Raumverzerrung zwischen Gebäuden, dachten sie, ich wäre übergeschnappt. Seither wurde die Menschheit Zeuge von tausend seltsamen, mysteriösen und unerklärlichen Vorfällen und Phänomenen auf der ganzen Welt. Wie viele davon dokumentiert und zu vielen gibt es glaubhafte Beweise. Leider scheinen namhafte Wissenschaftler die Tatsache bis heute nicht anzuerkennen, ob sie oder sie es einfach zu unterschätzen. Wir fragen Dr. Jarvis Northam vom amerikanischen Universität für Technologie und Biowissenschaften. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass auf der ganzen Welt Anomalien vorkommen. Wir wissen, dass in Russland und den Vereinigten Staaten mindestens mehrere Dutzend solcher Vorfälle stattgefunden haben. Doch wir haben auch Berichte darüber, über seltsame, außergewöhnliche und manchmal gefährliche Phänomene erhalten. Die Behörden müssen aufhören, dieses Thema zu meiden, denn die Zahl dieser sogenannten Anomalien steigt von Jahr zu Jahr. Ich weiß nicht, was sie auslöst, aber die Folgen sind nicht selten von katastrophalem Ausmaß. Dazu kommen die hilflosen Versuche der Regierung gewisser Länder, die Vorfälle zu vertuschen. Sie werden von Mal zu Mal erbärmlicher. 1998 bestritt der Kreml öffentlich,
dass die Spezialforschungseinheit für Naturphänomene in den 50er Jahren gegründet worden war, sich mit den Anomalien beschäftigen sollten. Naja, wenn das so stimmt, alter Schwede, alter Verwalter. Dann gehen wir mal rauf. Ich muss immer... Das gibt's doch gar nicht. Es juckt mich schon wieder überall. Ich bin total nervös. Weil ich nicht weiß, was mich oben erwartet. Ach so, warte mal. Ich kann mal eben schnell... Es ist nur, um mich abzulenken. Immer kurz gucken, wo ich den Zettel gefunden habe. Ach hier. Ach, guck mal einer an. Okay, da war die Sackgasse. Und jetzt gehen wir dann quasi hier so lang. Und dann sind wir oben. Ja, toll. Das freut mich sehr. Ja, sehr einladend gerade die Musik, wie ich finde. Mich juckt schon wieder meine Schulter. Ich höre einen Zettel. Ich höre einen Zettel. Wo bist du, Zettel? Where are you? Wer bist du? Der Zettel ist hier oben irgendwo. Oh, oh. Ah! Ah! Da lief was. Da lief gerade was. Da lief... Ja, ist doch gut, Zettel. Hör auf zu wehen. Ich hab Paras. Alter. Da ist ein Totenkopf. Und hier lief was. Alter, hör auf zu wehen. We slept in something you could call a hotel. Two persons per bed. We woke up at 9 a.m. It was actually quite comfortable, although it was a little cold because we forgot to close the window vent. We ate breakfast, packed our things, and at 11 a.m. we were ready to go. We set off in the back of a truck, so it was a bit cold. During the ride, we talked about absolutely everything we could think of. On the spot, we spoke with some local workers. I remembered one in particular. He had a red beard. Friends called him Beardman. We cooked and ate dinner, and now we are resting. Half of the group is looking at some maps. The rest are sleeping. I started handling the equipment and writing. It is still a bit too cold. My hands are shaking, but finally, my thoughts are much brighter than yesterday. No creepiness in them whatsoever. There's a long way ahead of us, but the only thing I can feel is excitement. It seems as if the forest is calling us. That beautiful, magical, dark forest. Wir haben die Nacht in einer Art Hotel verbracht. Zwei Mann pro Bett. Um 9 Uhr sind wir aufgewacht. Es war eigentlich recht gemütlich, nur ein bisschen kalt, weil wir vergessen haben, die Lüftungsklappe am Fenster zu schließen. Wir haben gefrühstückt und unsere Sachen gepackt. Um 11 Uhr waren wir fertig. Wir sind auf der Ladefläche eines Lasters mitgefahren. Deshalb war es ein bisschen kalt. Während der Fahrt haben wir uns über alles unterhalten, was uns eingefallen ist. Bei der Ankunft haben wir mit ein paar Arbeitern gesprochen. Einer ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Er hatte einen roten Bart. Seine Freunde nennen ihn den Bärtigen. Wir haben gekocht und gegessen und jetzt ruhen wir uns aus. Die Hälfte der Gruppe studiert die Karte, die anderen schlafen. Ich habe die Ausrüstung vorbereitet und geschrieben. Es ist immer noch ein bisschen zu kalt, meine Hände zittern, aber meine Gedanken sind jetzt viel zuversichtlicher als gestern. Keine gruseligen Hirngespinste mehr. Es liegt ein langer Weg vor uns, aber alles, was ich empfinde, ist Vorfreude.
Es fühlt sich an, als würde der Wald uns rufen. Dieser schöne, magische, dunkle Wald. Heidewitzka, Herr Kapitän. Ein magischer, dunkler Wald. Das sieht nicht nach Wald aus. Und vor allem, was ist hier gerade rumgelaufen? Ist eine gute Idee. Ist das hier richtig lang zu laufen? Kann ich die Fackel mitnehmen? Da fühle ich mich ein bisschen sicherer und ist viel, viel wärmer. Was steht hier? 17... Nee, 11.55. Warte mal, ich schau mal eben, wo wir da sind. 11.55, ne? 11.55 ist hier. Okay, das heißt, die Treppe würde wahrscheinlich dann hier irgendwie raufgehen. Okay, gut. Pass auf, machen wir für YouTube jetzt eine kleine Folgenpause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, was uns auf dieser Treppe erwartet. Bis dann, ciao.